Hey ho, sag ich heute mal ganz leise. Ich meine, ich hätte gerade eine Bogensehne gehört, die mich jetzt hier so überrascht. Aber ich glaube, die Luft ist doch rein hier in dieser ja zukünftigen Tempelstadt. Ne, dieses Projekt möchte ich doch jetzt mal ein bisschen in Angriff nehmen. Bin hier so ein wenig am Probieren, so wie ich dann die Wege so führe und wie ich die jetzt auch so gestalten möchte. Da muss ich einiges aufschlagen, sehe ich gerade. Also das kann so nicht bleiben, ne? Also, bin hier nach einer ziemlichen Odyssee plötzlich wieder im Dschungel gelandet. Also die Geschichte war wie folgt. In der letzten Folge war ich ja. Da war es doch schon wieder. Ich höre doch eine Bogensehne. Bin ich denn jetzt schon wieder hier? Ach, was soll's. Einfach ignorieren, dann kann uns nichts passieren. So. Nein, ziemlich Odyssee. Ich war in der Ponderosa und das wisst ihr ja, in der letzten Folge habe ich da, was weiß ich, noch gejagt. Und mehr oder weniger gut. Also habe ich noch ein bisschen weitergemacht alleine und dann habe ich auch noch ein bisschen so gespielt alleine. Und hatte dann die Idee, komm, jetzt fährst du mal mit dem Boot in eine ganz andere Richtung, so ein bisschen. Und dann fährst du mal irgendwie ganz woanders mal so ganz viele Bäume fällen, und dass das Lager mal richtig voll wird und so, ne? Weil, ne, damit man wirklich mal so richtig schön so Vorarbeiten erledigt, die man hier beim Drehen nicht so unheimlich gerne machen möchte, so Baum fällen und so, ne? Auf jeden Fall habe ich das gemacht und bin statt links einfach mal rechts rumgefahren, habe auch tatsächlich dann mal eine schöne Küste entdeckt. Komischer dunkler Raum, den werde ich mir gleich noch schnappen und verbessern. So. Und habe mich dann da ein paar Tage aufgehalten, paar Spieltage und bin wieder zurück zur Ponderosa und hab da wieder weitergemacht und dann habe ich gedacht, ach komm, fährst du da nochmal hin, vielleicht ist da auch noch eine schöne Höhle. Ihr wisst ja, über kurz oder lang muss ich mich ja immer eingraben. Das geht ja mit mir nicht anders. Ich überlege schon wieder, wie ich das machen soll, dass ich, naja. Auf jeden Fall, ja, habe ich das gemacht. Ich bin nochmal dahin und bin dann ein bisschen auch durch die Gegend gelaufen und so und dann plötzlich stand ich hier vor dem Dschungel. Also vor unserer Dschungelstadt, ne? Und dann hab ich gedacht, hä? Ja, habe ich dann nebenbei mal eben noch einen zweiten Weg entdeckt, wie wir gut hier hinkommen können. Oder ja, mehr oder weniger gut. Und ich denke, können wir halt ab und zu mal einfach auch noch laufen und fahren. Man muss halt Boot fahren und laufen. So als Abwechslung. Wir müssen ja doch häufiger mal zwischen Ponderosa und Dschungel pendeln. Und deswegen denke ich mal, ist das vielleicht eine ganz schöne Abwechslung? Ja, und auf Hälfte der Strecke ungefähr habe ich dann tatsächlich auch noch eine tolle Mine, so richtig so ein Berg mit Tal gefunden, wo es so tief runter geht. Da habe ich jetzt die letzten paar Stunden auch drin rumgebohrt und Gold gefunden, Diamanten, ach, Diamanten gefunden. Also mir richtig viel Mühe gemacht, da mal diese Höhle zu erkunden. Wie mache ich denn jetzt die Seiten? Möchte jetzt mal so richtig schön mit dem Material prassen. Sollen wir einfach mal. Ich probiere es einfach mal aus. Nehmen wir mal das Material, was wir so schön haben. Und das muss ich euch natürlich auch noch zeigen. Und vor allem habe ich da jetzt lauter Material noch in dieser neuen Mine. Habe ich natürlich auch einen provisorischen Unterschlupf gebaut, ist ja klar. Ah, das gefällt mir nicht mit der Stufe. Das wird mir jetzt zum Laufen so ein bisschen komisch. Also ich möchte in der Mitte halt einfach einen, ja, am besten sogar Grasweg haben. Weil das cool aussieht, unterirdisch oder in solchen Höhlen halt dieses so Grün zu haben, ne? Das finde ich total cool. Aber mit diesem Wegrand, das ist mir doch. Man will ja immer Slabs benutzen oder Halbsteine, ne? Weil das ja cooler ist und schon ein bisschen fortgeschrittener, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist mir zu stolprig. Das sieht zu beengt aus. Mache ich lieber einen normalen Koppelstein. Habe ich eh genug. Oder normalen. Ja, sollte schon ein bisschen Kontrastprogramm. Ja, doch. Kontrastprogramm sein zu den normalen Schönstein.
Ist vielleicht der Schönstein-Tempel, ne? Oh, ganz falsch. Ja, Lavaseen habe ich ausgegraben da in dieser neuen Mine. Mit Grind, ne, zugekippt und dann schön langsam wieder ausgegraben. Einmal bin ich auch draufgegangen dabei, aber es war nicht schlimm. Ne, das war halt so eine Phase, da wollte ich dann immer so mal ein bisschen filmen oder so. Und dann dachte ich auch, nö, habe ich keine Lust jetzt gerade. Muss man ab und zu auch mal haben, so Phasen. Aber ich glaube, das könnte jetzt sein, ja, was ich gerade überlegt habe. Ich glaube, das sieht ganz cool aus hier, aber was ich überlegt habe, ist halt, wie kriege ich diesen Rasen hier runter wieder? Das ist wieder der Amy Winehouse-Effekt. Da haben wir es ja damals schon mal gemacht. Der ist ja nicht weit entfernt eigentlich. Vielleicht geht, habe ich ja Glück, das geht hier sogar hoch. Nee, geht nicht. Müssen wir wieder den Rasen runterzüchten, dass der hier so langsam aufwächst. Das sollten wir jetzt auch möglichst sofort tun, weil das ja relativ lange dauert. Nö. Ich gucke einfach, jetzt wird es natürlich gerade Nacht. Das ist natürlich sehr wenig vorteilhaft. Beziehungsweise überhaupt nicht vorteilhaft. Mache ich da mal eben hier den Weg noch fertig. Das sind jetzt sowieso nur so ein bisschen so Tests. Ne? Mal gucken, wie es aussieht. Ich glaube, das gefällt mir schon ganz gut. Ich bin ja ein Fan von Koppelstein. Ne? Also die einfache Koppelsteinlösung ist für mich meistens immer noch die beste. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, klar, Material holen. Ich bin auch, ja, da ich ja hier mehr oder weniger zufällig wieder hingekommen bin. Habe ich natürlich jetzt auch die Kiste in der Ponderosa stehen lassen, die wir da am Hafen so schön gefüllt haben mit Zeug. Deswegen als nächstes werde ich wahrscheinlich mal mit euch wieder ein bisschen zurückrennen, diesen neuen Weg mal zeigen. Das geht schön durch die Natur und so, ne? Ist landschaftlich sehr reizend. Ach, das passiert mir doch immer. Mann. Den letzten Klotz, ja, den hau ich immer drauf. Man müsste hinten Augen haben. So, wenn das jetzt hier grün wäre und diese Schmuddelecke weg, ne, dann stelle ich mir das echt ziemlich cool vor. Und dann werde ich mich hier in diesem Höhlengelände einfach mal in aller Ruhe so von oben nach unten durcharbeiten. Die Sache ist die, ihr wisst das ja aus der ersten Staffel, habe ich ja schon gesagt, ich grab mich unheimlich gerne ein in so einen Berg und baue dann da drin, ne? Andere Leute, die können das nicht, die müssen immer irgendwie blauen Himmel über der Rübe haben, aber bei mir ist das so, ich finde das total klasse unter der Erde und so. Ne? Umso schöner ist es, wenn man mal rauskommt und wieder das Sonnenlicht sieht. Meistens regnet es dann in dem Augenblick natürlich. So, Moment. Jetzt werde ich mal eben gucken. Und natürlich habe ich an der Ponderosa und so habe ich natürlich auch schon auf unserer Heimatinsel unheimlich schöne Höhlensysteme und alles, ne? Und schon öfters mal überlegt, nachts sollst du hier mal jetzt wieder so wie in Bad Schönfels damals auch irgendwas, ja, in den Berg hauen, ne? Aber ja, es hat mir nie so richtig den Kick gegeben. War mal kurz davor, das einfach zu machen, weil damit man das mal macht, ne? Aber den richtigen Kick habe ich erst hier seit diesem Dschungelgelände bekommen, weil ich finde, das ist einfach immer cool, ne? So im Dschungel dann so und diese grünen Bindfäden, die dir hier so runterhängen. Herrlich. Hier ist übrigens unser Eisenbahntunnel. Hops, da sind wir wieder. Inzwischen kenne ich mich wenigstens hier in der oberen Etage ganz gut aus. Richtig, ich war hier dabei, den Boden zu machen. Wie mache ich denn den Boden? Ich denke. Ja, ich kann auch denken. Ich mache den billig, fülle ich den erstmal. Und werde dann hier Slabs drauflegen. Ja. Weil hier die Schiene ist und dann sieht das toll aus, wenn man hier so eine halbe Höhe, also so ein Halbstein oder Halbholzhöhe schön. Oh, da muss das aber auch weg hier. Das passt sonst nicht, das sehe ich jetzt schon. Das ist mir dann hier, glaube ich, auch zu eng.
So, es sieht dann einfach total gut aus, wenn dann zwischen so dieses Gleis verläuft. Diese Gleise habe ich auch schon fertig gemacht in der Kiste. Liegt alles in der Ponderosa schön. Ja, aber, ja. War halt nichts. Oh, wie hoch ist denn das hier? Komm ich schon. Oh, das ist gut. Da kann ich hier noch eine schöne Decke einziehen. Dann sollte noch im Bahnhof, wo man so ein- und aussteigt, mag ich gerne, wenn man so ein bisschen höher hat. Also lassen wir ruhig mal eben ein bisschen aufbuddeln. Holen wir uns direkt die Erde wieder, die wir gerade unten in den Boden gefüllt haben. Lass ruhig mal alles weg. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Jo. Wenn ihr noch irgendwelche Stimmen hört oder so, ja, das ist ganz normal. Ich habe im Hintergrund gerade den Fernseher dudeln. Ja, ich habe auch einen Fernseher. Stellt euch vor, das ist so ein, ne, falls ihr es noch kennt, so ein Gerät aus dem letzten Jahrhundert. So, ne. Da überträgt man so Fernsehprogramme. Ne, das ist so, also ungefähr wie ein Computer mit Internet, nur viel schlechter. Und, ich habe halt auch noch so eine alte Kiste hier rumstehen. Ist tatsächlich eine ganz alte Kiste. Ey, wo kommst du denn her? Was willst du von mir, du? Du kommst hier nicht rein. Ich bin jetzt ein bisschen abgehärtet, das habt ihr gemerkt. Normalerweise, wenn ich ein Skelett sehe, schreie ich immer hysterisch und renn weg und bring irgendwo in Lava oder so. Oder ne, irgendwas. Das wäre jedenfalls so typisches Vorbudlerverhalten. Aber irgendwie, jetzt war ich so lange in der Höhle da, in dieser neuen Mine, von der ich euch erzählt habe, dass ich da wohl jetzt ein bisschen abgehärtet bin. Ja, nicht sicherheitshalber könnte man ja hier vielleicht mal einfach mal so einen Erdklotz reintun. So. Ist klar, die Touren draußen rum, da sieht man mal. Ich find's wirklich cool, dass sie jetzt so in Gänge reinlaufen und so. Ne? Das hat schon ein bisschen Spannung. Jetzt sehe ich ja schon so ein bisschen wieder andere Sachen hier. Wenn man das jetzt so macht und hier auch diese... Die Fackeln, die sind mir immer im Weg, egal wo ich sie gerade hinhänge. Dann hängen sie schon wieder falsch, ne? 5 Minuten später. So. Jetzt kann sie wieder vielleicht dahin. Ich denke mal, den lasse ich jetzt erstmal da stehen. Ah ja, es ist ja schon so ein bisschen geräumt. Ja, das ist hier noch irgendwie das... Ach so, hier, das ist ja, glaube ich, eh zu. Da könnte man höchstens noch so... Ja, so einen Wartungsbereich oder sowas hinbauen. Aber hier... Hier soll es ja dann runtergehen. Wo ist denn da? Ist die Bodenhöhe die eigentliche? Oh, da müssen wir noch ganz viel aufhacken. Und hier sind auch noch so unterirdische Gänge. Oh, das ist aber eng. Das ist aber jetzt hier schon eng. Da habe ich jetzt ein bisschen zu... Also 3 da entfernt ist ja okay. Ja gut, komm. Wand noch weg. Wand noch weg. Ganz klarer Fall. Weg mit dem Zeug hier. Erstmal gucken, dass wir hier mal gucken, wie wir hier durchkommen. Ohne, dass wir uns immer den Kopf anrammen. So. Also dann ist das hier, da kommen hier so Stufen runter. Ah, so, am besten aber so schöne Stufen. Halbsteine, ne? Warte mal, ist ja sowieso jetzt hier die Höhe. Und dann müsste man jetzt hier immer so in 2er Stufen vielleicht. Was ist das denn hier? Achso, das war nur... Ich dachte, da befummelt mich einer. Oh, da habt ihr bestimmt gerade gehört, da hat jemand ein Tor geschossen. Im Hintergrund läuft die EM. Ich kann ja mal kurz gucken. Es spielt Tschechien gegen Polen. Es ist 1-0 für Tschechien. Och, das tut mir aber leid für die Polen. Nee, jetzt ehrlich, das finde ich schade für die Gastgeber. Naja. Aber wenn ihr dieses Video seht, ne, dann ist das alles schon wieder längst vergessen, ne. Alles schon wieder Paletti. Ja, guck mal, wie weit man hier noch aufgraben muss. Da können wir noch eine schöne Decke zaubern und so Sachen.
Schilder habe ich noch ganz viel im Inventar, sehe ich gerade. Ja, da wollte ich eigentlich nochmal hier durch ein bisschen durch die Gänge laufen, um so ein paar Infoschilder hinzustellen. Aber das ist jetzt eine langwierige Sache, weil ich da stundenlang hin und her rennen muss, um nochmal zu blicken, wo welcher Gang nochmal wie verläuft und wo man wieder rauskommt. Das kann ich immer noch machen. Ich denke mal, Geröll kann hier mal weg. Geröll ist eh hässlich. Das finde ich nur gut auf Wegen. Boah, was eine Menge. Was eine Menge, du. Da tun sich ja hier noch riesen Räume auf. Ach du meine Güte. Na, erstmal so ein bisschen. Plopp, plüng, plong. So, hier ist so der Weg. Wollte ich mal so erstmal lassen mit dem Glas. Ja, tut mir leid. Aber ich habe gerade mal wieder so den Spleen, ein bisschen auf dem normalen Vanilla Texture Pack zu spielen. Was ich im Grunde nicht schlecht finde. Ich finde das eigentlich schön. Bis auf ja, Glas finde ich extrem hässlich und ehrlich gesagt auch alle Hölzer. Also jetzt auch gerade mit den neuen Hölzern, das finde ich so unmöglich lieblos hingeklatscht, einfach in so anderen Farbtönen, grässlich. Sowieso schon so ein verasteltes, so, aber ich will das jetzt nicht rund machen. Ich sag, das ist nur mein Geschmack, ne? Das ist normalerweise gefällt mir das Vanilla Pack sehr gut. Kann man schon mal eine Weile mitspielen, also ist kein Problem. Die ist so ein bisschen unverfälschter jetzt einfach alles. Guck mal, da kippen wir jetzt erstmal hier noch alles zu. Ganz automatisch. Flatsch. Ja, da muss ich gleich mal gucken, was ist denn hier noch? Vor allem, warum ist es so dunkel? Aha. Okay, können wir noch einen schönen Raum draus machen, irgendwie. Vielleicht so einen Warteraum für den Bahnhof. Mehrere Bahnsteige sind auch möglich. So, pass auf, hier weg, weg mit dir. Hinfort. Du auch. Damit ich erstmal sehe, wo ich hier so ankomme. Hier soll es natürlich dann so rumgehen, ne? Das ist toll, ist das hier. Oh, ich höre einen. Und den Nether, das zweite Nether Gate, das baue ich. Mal gucken, ob ich das jetzt finde. Nee, das ist jetzt hier nicht. Wie war das nochmal? Na? Ja, also hier höre ich doch immer irgendwas vorhin, diese Bogensehne. Jetzt den Zombie. So völlig übertrieben laut. Er rennt bestimmt draußen auf der Wiese rum. Oh, da ist ein. Da ist ein Springwurm, ey. Den muss ich mal eben erledigen. Ja. Plutsch. Also schon noch ziemlich fiese Bereiche hier. Muss ich natürlich alles noch ordentlich beleuchten. Und da fällt mir natürlich auch ein, das schrieben mir, Leute haben jetzt auch schon mal Tipps gegeben, vielen Dank auch dafür, hier von wegen Feuer und so, mit Netherrack draußen mal so ein bisschen mehr machen, einfach 2 Block tief und oder so, das werde ich auch einfach mal wirklich ein bisschen ernsthafter austesten, normal. Ich bin da so, ich habe das lange nicht gemacht, mit Feuer rumhantiert und natürlich meinte auch jemand, ich soll doch nicht immer das gute Glowstone-Zeug verschwenden für irgendwelches indirektes Licht. Ja, Glowstone ist ja, das kann man ja ruhig auch mal ein bisschen sehen und ich soll da eher lieber mal die Kürbisse dafür nehmen und da die ja auch eine schöne Helligkeit besitzen, die sind ja, glaube ich, ein Level sogar heller als eine normale Fackel und eignen sich sehr gut für allerhand Beleuchtung, besonders indirekt, wenn man den Kappes nicht immer sehen möchte. Und das ist natürlich eine wirklich gute Idee. Ja, da hätte ich auch jetzt mal selber. Ich habe da nur nie. Ich habe. Ich. Das ist halt so. Ich habe die Kisten voll mit Glowstone und dann verprasse ich das einfach. Ist es schön leicht, einfach
das aus der Kiste zu nehmen, ne? Aber ist natürlich schon klar, warum nicht die, ne? Das ist ja beinahe unerschöpflich, ne? Seitdem wir die Kürbisse auch züchten können und so. Und da werde ich jetzt mal versuchen, öfters mal Kürbisse zu nehmen als Beleuchtung. So, jetzt haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen. Hier käme dann praktisch so die Treppe runter. Das ist jetzt natürlich nicht so mittig, aber das muss auch nicht mittig sein. Die Treppe, die kann ruhig schief und krumm oder so einen leichten Bogen machen oder so. Das ist gar kein Problem. Vor allem mache ich jetzt mal hier dieses Loch zu, ne? Das war gerade schon mal eben so ein bisschen knapp. Also ihr seht, wenn ihr mal kommentiert und so, ich lese mir das schon durch, ne? Das ist natürlich klar. Ich antworte jetzt nicht auf alles, ne? Vor allem auch viele so Fragen, die findet ihr eben schon auf minenarbeit.de beantwortet. Und da kann ich nicht immer drauf eingehen. Irgendwann nach über einem Jahr Let's Playen, wie man so schön neudeutsch sagt, habe ich nicht mehr Lust auf immer so die Standardfragen. Aber natürlich lese ich mir durch, was ihr so sagt zu den Videos und was ihr für Vorschläge macht. Und das ist klar, ne? Also da könnt ihr ruhig immer schön kommentieren, euren Senf abgeben. Und auch wenn es für mich nicht gut ist, weil ich es nicht gut finde oder so, könnte ja sein, dass ihr damit andere auch wieder inspiriert, die damit lesen. Ah, das wird aber ganz schön weit, die Treppe. Warte mal, die führe ich jetzt. Ah, so mache ich das auch ganz gerne. Mal eben kaputt hauen. Geht das mit der Schaufel? Oder mache ich den kaputt? Nein, geht. Oh. Oha. Ja, da fehlt mir dann doch einer. Ja gut, dann mache ich ab hier nämlich einstufige Sachen. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe doch noch... Oh nein. Ich muss mich jetzt zusammenreißen hier, ja? Also so, und so, und dann kommt der wieder weg. Mit der Hacke geht das schön. So, dann sehen wir nämlich auch, wie wir hier gleich runterkommen. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht von hinten angesprungen. Dann wieder einen so hin und einen davor. Und den wieder weg. Aha, und dann kann man auch hier sogar über diesen Bereich schon rüber. Gefällt mir nämlich nicht so wirklich gut. Mal sehen, wie das passt. So, und dann haben wir hier immer dieses typische Problem. Da muss man sich immer einmal einbuddeln. Und jetzt bin ich unten. Das ist schön. Ja, das ist wunderbar. So, dann habe ich jetzt mal so ein bisschen... Oh! Ach, guck an, da habe ich ja noch sogar einen Fehler gemacht. Zombie Town. Da komme ich ja genau hier auf diesem Rand an. Das ist doch nicht schlecht. So. Na also. Ich weiß nicht, sollen wir hier oben Holz legen? So. Wenn die Gleise erstmal sind, ne? Warte mal, die sind auf Tropenholz. So habe ich das gemacht. Dann könnte ich doch hier... Ich möchte natürlich ein bisschen Kontrast zu dem Stein haben, ne? Dann nehme ich da auch wirklich Holz. Ich meine, das sieht sehr schön aus. Das hatten wir damals in Bad Schönfels auch. In dem kleinen Bahnhof. Ist ja praktisch hier so Bad Schönfels Reloaded. Ne? Ein bisschen weitläufigerer Bereich soll das werden. Vielleicht bauen wir hier auch noch unterirdisch so Farmen rein und so. Ach Mensch, ich Depp, jetzt hab ich's doch glatt wieder vergessen. Jetzt bin ich schon wieder völlig vom Thema ab, dass ich doch hier eigentlich... Ich baue jetzt hier einfach eine ganz plumpe Treppe hoch. Ach, lass mich doch in Ruhe, du komischer Zombie. Glaubst du, ich hab Angst vor dir, wa? Ach, guck mal, da kommt auch Gras an. Oh, das ist ja auch super. Komm, dann nehmen wir das. Dann brauche ich dann nicht über dem Abhang da rumbalancieren. Das geht schon wieder nicht gut. Das sehe ich. Kann ich euch jetzt schon sagen. So. Hahaha.
So, das müsste doch eigentlich schon gehen. Ist doch hell genug hier, oder? Jetzt erzählen wir hier nichts. Da kommt es doch schon an. Ja, da kommt es doch schon an. Komm, noch ein bisschen Beleuchtung. Ach, geht jetzt natürlich nicht. Da. So. Nett. Wo kommen wir denn da raus überhaupt? An dem See. Schön. So, das kann jetzt hier langsam wachsen. Nein, nein, bitte auch. Kann ruhig schneller wachsen. Das finde ich cool. So, dann gehe ich nämlich hier rum. Dann mache ich nämlich hier diese natürliche Ecke. Das mache ich einfach so. Kraut wächst eh wieder nach. So. Fein, fein, fein. Ja, das ist okay. Vielleicht so. Und die drei wieder weg. Könnte auch ein bisschen schneller gehen, ne? Muss ich mich natürlich jetzt auch ein bisschen hier in der Gegend aufhalten. Das trifft sich aber ganz gut. Ich wollte hier nämlich mal jetzt dann einfach hier diese Straße reinhauen. Der macht mich etwas nervös, das gebe ich zu. Ich glaube, der kommt näher, ne? Der ist irgendwo eingesperrt. Ja, das mit dem Ignorieren, das sagt sich immer sehr leicht. So, auch einen schönen Zweierweg, da kommt dann auch Erde drauf. Also Gras vielmehr, ne, um genau zu sein. Werde ich hier wahrscheinlich tatsächlich auch schon relativ viele so Kürbisse als Beleuchtung einsetzen. Es ist natürlich viel zu dunkel jetzt im Moment noch, um hier eine sichere Vilcabamba-Stadt oder was weiß ich zu haben. Gut. Ich denke mal so. Natürlich auch noch viel Holz so reinbauen. Und da fehlt mir jetzt im Moment noch so ein bisschen die Inspiration. Ich glaube, weil ich so lange mit meinem Texture Pack gespielt habe, ich sehe immer mein Holz. Kann mir das mit dem normalen Holz nicht vorstellen. Leute, dann greift mich doch an, wenn ihr wollt. Ja, aber knurrt doch nicht die ganze Zeit nur rum und macht den Hund in der Pfanne verrückt hier. Ne? So. Machen wir hier das auch noch. Und dann bin ich mal mit der Folge auch schon eigentlich durch. Gab ja viel zu erzählen und so. Und es kommt so ein bisschen was in Gange. Oh, hier ist er noch zu dünn. Weg mit dir, hinfort. Wahrscheinlich sogar noch eine Reihe, ne? Wenn ich dann die Verzierung hier noch, wenn das alles so ein Viererweg dann sein soll. Was macht das Gras? Macht es was? Ist natürlich jetzt gerade dunkel. Super. Komm, das ist hier hell genug. Wo wollte ich denn nochmal das Netherportal reinbauen? Das habe ich jetzt irgendwie hier, habe ich den Weg verloren. War das da oben? Nö, hier geht's ja wieder runter. Ach, ich werde die Stelle schon wieder finden. Da war irgendwo so eine schöne, schnuckelige Höhle. Auch ganz gut zu erreichen. Und deswegen... So, jetzt hier noch aufschlagen. Zacki, zacki. Da kommt da auch noch Erde rein, damit das hier direkt weiter wachsen kann.
Oh, da ist auch schon wieder. Oh, da geht's schon wieder runter. Dann werden wir auch mal ein bisschen unsere Erde los, ne? Unseren Dirt. Ach, die sind da draußen, hier irgendwie drüber und trauen sich nicht hier. Ja klar, die springen ja wieder nicht runter. Ja, oh, das war's hier. Das war jetzt hier wirklich finito. Ja, und ich sag mal deswegen jetzt auch mal tschüss. Es reicht. Ich mache ein bisschen weiter hier. Also versuchen wir jetzt hier noch eine Werkbank hinstellen oder sowas. Da den Bereich mal schön. Und dann gucken wir in der nächsten Folge vielleicht, dass wir mal ein bisschen Zeug nachholen aus dieser Mine. Und das ganze wichtige Zeug aus der Ponderosa. Irgendwie sowas. Vielleicht so eine kurze Rundumtour machen. Sehen wir viel von der Welt. Bis dahin gehabt euch wohl. Ja, das wird schön hier.